herzlich begrüßen. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass das Plakat sehr gut angekommen ist und dass es doch ein bisschen eine Stimmung gemacht hat in ganz Österreich und was uns natürlich eine große Freude war, weil wir wirklich alles richtig gemacht haben. Und wenn ich anschaue, du bist ja auch schon knapp über 40 und noch immer so top benannt. Du wärst eigentlich auch einer, der auf dem Plakat im Herbst locker bestehen könnte. Ja, das glaube ich nicht ganz. Wenn ich das schaue, da liegt die Latte sehr hoch und da glaube ich, kann ich nicht mithalten. Hast, bevorzugst du auch vom Morgen 1270er Pilz, bevorzugst du da eines besonders oder ist dir das ziemlich egal, weil du so oder so gerne hier der Bier trinkst? Nein, wenn ich durstig bin, trinke ich jedes Bier. Max, bist du privat auch Biertrinker oder bevorzugst du eher andere Getränke? Nein, ich trinke sehr gerne und natürlich am liebsten Hirterbier. Aber ich glaub einfach, dass das Bier in Kärnten eine sehr lange Tradition hat und die Tracht auch. Und wie man so schön sagt, Tradition verbindet. Und darum haben wir mit der Brauerei Hirte eine wirklich sehr gute, einen sehr guten Kooperationspartner und auf eine Partnerschaft, die wir sehr, sehr stolz sind. Und darum bin ich ganz besonders froh, dass ich bei dir verkaufe. So soll es auch sein. Hast du dir ein paar Typen schon im Vorfeld angeschaut, die wir heute, Fasstypen, die wir heute hier sehen werden? Du, ich habe etliche gesehen, es sind auch ganz tolle Typen dabei. Ich hoffe, dass sie ähnliche Erfolge erzielen, wie die gedacht haben. Das ist die Julia. Nein, das ist die Iris, wollte ich sagen. Entschuldigung, meine Versprecher. Das ist die Michaela und das ist dann die Julia. Julia, habt ihr persönlich auch eine gewisse Resonanz auf das Plakat gehabt? Total. Also es war eigentlich von meiner Seite her sehr positiv. Und es sind ziemlich viele Medien. 10 die Höchstquote ist, 1 die schlechteste, 1 gleich ein Hinweis für die Jury, die 1 wollen wir gar nicht sehen. Ja? So, Kandidat Nummer 1, ich will gar nicht mehr verraten, ich kenne euch ja auch noch nicht. Darf ich dich bitten, dich einfach kurz vorzustellen? Ja. Also, mein Name ist Bader Walter, ich bin aus Herzendorf bei St. Veit. Oh, von gut an. 7, 8, 8, 7, 6, 6. Ich habe Sie kurz vorzustellen. Also ich bin der Dominik Reiter, komme aus dem schönen Mednitz im Mednitztal, bin wohl 25 Jahre alt und studiere Publizistik. Oh, nein, die 7 und 2. Da kommt einiges zum Vorschein, alle Achtung. So, das Helmviertel lässig hineingestellt. Ui, da sind aber 5 Fasstypen. Alle Achtung. Alle Achtung. So, als wenn die Damen immer ruhiger, witzigerweise in solchen Situationen. Das Organisationsteam Gedanken macht, na was gehört zu einem Fasstypen dazu und was könnte beim Stechen machen und dann ist eigentlich das Logischste dabei herausgekommen, was herauskommen muss. Servus Käfer. Das bist wohl noch eher du. Ich beobachte jetzt schon lange auf die Plakate und bin eigentlich endlich da. Weil wenn ich mit dem Auto in die Arbeit fahre, wenn ich heimfahre, ich sehe immer nur die direkt Tag und Nacht nur an Morgen. Ich habe mir gedacht, ich als dunkler Morgen-Typ rede dich einfach einmal an und wir zwei dann zusammen produzieren einen 1270er.